So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Wir waren jetzt ein paar Tage weg, übers Wochenende, über Ostern. Und der Adi hat bestimmt Hunger. Der wurde zwar gestern gefüttert von der Mama zweimal. Der hat heute aber noch nichts zu essen gekriegt. Und wie das so ist, wenn er lange nichts gegessen hat und du gibst ihm was, der schlingt total rein. So schnell, dass er danach meistens wieder alles auskotzt, weil er einfach viel zu schnell gegessen hat. Aber Julchen und Genaya haben mir den Anti-Schling-Napf geschickt über die Amazon-Wunschliste. Ich höre ihn schon da oben. Und den möchte ich jetzt mal ausprobieren. Ich werde jetzt also heimgehen, den Adi begrüßen, erstmal Hallo sagen. Und weil er bestimmt mega Hunger hat, möchte ich mal den Anti-Schling-Napf auspacken, den befüllen mit so einem Tütchen und dann mal gucken, wie das ist, wie der da ist, ob der überhaupt ist, wie er da rankommt und dass er das nicht so wegschlingt wie sonst. Wir haben jetzt hier noch ein bisschen was eingekauft ist. Der Rest ist noch draußen im Auto. Ich muss da eh noch 20 Mal runter. Wir laufen jetzt erstmal hoch. Zack. Und schauen mal kurz, was der Adi Schatz zu sagen hat. Der wartet nämlich seit das ganze Wochenende hier. Hörst du das an? Hörst du die Katze hier? Hör doch mal rein hier. So. Adi. Adi Schatz. Alles Gute? Ja. So, da haben wir hier nämlich den Schlüssel. Jetzt machen wir das mal hier auf. Jetzt klingelt auch noch der Wecker in der Hose. Machen mal die Tür auf. Adi Schatz, komm raus. Adi Schatz, alles Gute? Adi? Wo bist du? Adi? Dickes? Adi, möchtest du dich rumrollen? Adi, guck da. Da. Adi. Adi, was? Die Vögel zwitschern, oder? Die Vögel zwitschern. Adi, ich muss das mal kurz da hinstellen dann. Ich muss mal den Rucksack runter tun. Weil das jetzt nämlich gar nicht passt, muss ich erstmal. Ja, Baby. Ich muss mal hier den Wecker. So, es ist nämlich 15 Uhr. Wir tun jetzt mal den Wecker hier rein, den Adi-Schatz. Das stellen wir mal jetzt hier hin. Das stellen wir auch hier hin. Die Tür, den Schlüssel lassen wir draußen dran, den können Sie jetzt mitnehmen. Habe ja noch einen Ersatzschlüssel. Was brauche ich da? Den brauche ich ja gar nicht. Adi, Adi, ja hopp. Voll ins Auge, Babyschatz. Möchtest, hast du Hunger? Möchtest du was essen? Ja. Komm mal mit, Adi. Wir haben hier nämlich den Anti-Schlingnapf. Da haben wir nämlich jetzt zwei Stück. Ein von Julchen, ein von Genaya. Welchen soll man aufmachen? Den von Julchen oder den von Genaya? Adi. Och. Wir nehmen einfach mal hier drüben den. Wir machen hier mal den oben auf. Wir tun den mal so raus. Da ist jetzt hier so eine Folie drum. Die machen wir auch ab. Dann macht er hier so Breakdance. Und dann seht ihr schon, dass hier drin nämlich so Eingriffe sind, dass das sich verteilt und er nicht mit einmal das alles rausschnabbelt, sondern so ein bisschen drumherum schlecken muss, so mit der Zunge und mit... Vielleicht verhungert er auch, weil er gar nicht ans Essen rankommt. Das ist auf jeden Fall leer. Den hat er bisher immer gehabt, aber wir müssen uns jetzt mal einen anderen suchen. Adi, hier, guck mal in die tiefsten. Das Katakomben vorgedrungen. So, Moment. Adi, bitte warte jetzt. Du musst mal kurz das hier einstellen. Adi, nicht. Nein, Adi. Es gibt übrigens ein Genießermenü mit Geflügel und Leber. So, den machen wir jetzt auf. Ja, den füllen wir jetzt mal hier rein. Ungefähr so. Verteilen den mal irgendwie. Und jetzt ist es hier theoretisch verteilt. Sieht aus, als wäre da jetzt Möhren mit drin. Adi, Adi, Adi. Adi, wir stellen den jetzt mal dahin. Kannst du jetzt mal probieren, wie das schmeckt? Machen wir das mal
mal so. So. Und dann iss mal. Du siehst schon, du musst da mit der Zunge nämlich. Sonst geht er nämlich da richtig rein. Und frisst und frisst und frisst. Jetzt seht ihr, dass er die Augen zukneift. Und mit der Zunge sich da rumschlängelt. Einmal außenrum. Einmal in der Mitte. Dann wieder dort. Soll auf jeden Fall dazu dienen, dass der halt nicht alles mit einmal rein schlingt, sondern viel länger Zeit braucht, um das alles zu essen. Viel länger für die Nahrungsaufnahme, weniger Nahrung in dem Moment aufgenommen wird. Geht angeblich auch mit Trockenfutter oder auch mit Wasser, dass er das Wasser nicht reinschlingt, obwohl das Wasser immer 30 Jahre steht, bevor er da mal irgendwie großartig mit dem Wasser zu tun hat. Er macht auf jeden Fall eine gute Figur, aber ich glaube, es ist egal. Er hat so viel Hunger, dass er jetzt einfach essen muss. Wenn er nicht so viel Hunger hätte und regelmäßig kriegt, dann ist er wahrscheinlich zu faul, das zu essen. Und sagt auch, nö, ich warte einfach, bis es wieder im alten Napf ist und dann passt das schon. Denn man sieht jetzt, er will da einfach zubeißen, aber er kommt nicht ran, weil da immer diese Nippel sind. So muss er wieder anfangen, außenrum zu schlecken. Er schlägt jetzt um die einzelnen Nippel drumherum und beißt immer wieder auf diese. Nein, nicht die Tür, Adi, Adi, friss, friss, friss. Adi, Schatz. Genau. Und es raschelt wieder. Adi, nein, hier. Adi. Na, lass nicht dran, kurz. Muss ich nochmal runter. Adi, nicht ablenken lassen. Wir sind hier. Cut nochmal neu, ne? Wir sind hier bei den Profis. Ja, guck böse in die Kamera. Nicht nur der Andi Schlingnapf sorgt dafür, dass die Nahrungsaufnahme länger dauert, sondern auch das ständige Rumdrehen und gucken, was das ist. Ich bin mir jetzt unsicher, ob er es aber schafft, wirklich den ganzen Napf auszulecken, leer zu futtern. Oder ob dann unten einfach immer was übrig bleibt. Das wäre natürlich nicht so cool, wenn jedes Mal einfach unten dann der Rest drin hängt, weil er halt nicht mehr rankommt oder nicht weiß wie. Jetzt geht es nämlich schon knapp zu. Sollen wir daran nochmal gucken, wie weit du bist? Ob was übrig bleibt oder nicht? Ich glaube, wir lassen ihn erstmal hier in Ruhe, den Rest. Wir können euch ja natürlich auch aufstellen. So, kriege nämlich hier auf dem Boden rum die ganze Zeit. Wir können euch auch aufstellen. So, und ihr guckt jetzt mal dem Adi-Schatz zu, wie der hier den Rest noch nascht. So. Die Kamera, schnell! Wir sind dann noch gar nicht fertig. Guck, ich guck's mir nochmal mit an aus der Nähe. Adi, Schatz, guck hier. Ich glaube, der Adi muss noch größer werden, dass die Zunge noch länger wird. Jawohl. Langsam. Ich glaube, am Anfang ist das wahrscheinlich nicht so ein großer Unterschied. Weil den Anfang, der so hoch sterzt, dann schlingt er natürlich trotzdem. Aber gerade wenn es dem Ende zugeht, braucht er halt dann, um das wirklich aus diesen Ecken rauszupulen. Und da wird der große Unterschied sein, dass das eigentlich schon längst leer wäre. Und so hat er jetzt immer noch hier den ganzen Boden bedeckt. Adi, komm!
Wenn du einen Joghurtbecher hast, bist du auch nicht so. Dann schaffst du es auch alles auszukratzen. Also rauszuschlingen. Du musst mehr mit der Zunge arbeiten. Soll ich es dir mal vormachen? Ja, das wird doch. Und an den Rest gewöhnst du dich auch noch. Schön, wie die Nase auch immer am Rand klebt. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Ob Julchen auch einen Schlingnapf hat? Ich glaube, ja. Ich glaube, sie hat nämlich sogar gesagt... Nee, hat sie gesagt, sie kennt das? Oder hat sie gesagt, sie... hat ihrer Katze sowas gekauft und deswegen empfiehlt sie mir das? Oder sie hat, glaube ich, gesagt, sie hat gesehen, dass es sowas gibt, aber sie hat es selber noch nicht probiert, also ein was von beiden. Ja, Pupsi, ich rede mit mir selber und tu mir selbst Fragen stellen. Ich weiß, dass du noch filmst, aber ich habe so viel Hunger. Nö, ich sag doch gar nichts. Weil sich das so anhört, wie, als würde ich gerade eine Antwort erwarten, dabei rede ich mit mir selber und deswegen seht ihr, die Mädels, ne, egal was du sagst, die fühlen sich immer angegriffen. Du kannst nicht mal mit dir selber reden, dann erklärst du, dass du mit dir selber redest und schon heißt, ey, der hat gesagt, ich störe. Hier stört nichts, der Adi fühlt sich nämlich auch nicht gestört, der nascht jetzt einfach weiter. Nasch, nasch, nasch. Komm Adi, den Rest schaffst du noch, das ist doch nicht mehr viel. Ich sehe deine Füße. Wolltest du jetzt mit der Pfote da reingreifen? Zieh! Adi, darf ich dich dann auch aufessen? Na, vielleicht ist das halt Chili-Soße, damit der Hot-Döner hot ist. Du weißt doch, die haben so lange ihr Prinzip, bis sie denken, sie könnten vielleicht noch was verbessern und damit versauen sie es dann komplett. Weil es dann nicht mehr das ist, was es mal war. Das ist überall so. Oder sie haben beim letzten Mal die Soße einfach vergessen und sind schlammig, das kann auch sein. Und ich habe noch gesagt, so scharf war der jetzt gar nicht, der Hot Döner. Und jetzt hast du den super Hot Döner, weil der jetzt so ist, wie er sein soll. Wir können dir auch noch ein bisschen Tabasco drauf machen, wenn du möchtest. Das ist dann der Tabasco-Döner. So, seht ihr das? Adi, lass dich nicht ablenken. Guck, ich guck nur mal rein und jetzt kannst du weitermachen. Mann, Mann, Mann. Da dauert aber hier. Na, nicht mit der Pfote. Mann, 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 Mann. Warum hätte ich meine Schnauze gehalten, dann hätte ich es auch als ASMR-Video hochladen können, aber der Ton ist ja nicht so gut, dass man dich schmatzen hört. Du kleiner Schmatzer. Freut mich aber, dass du wirklich so viel Hunger hast und dir die Mühe machst, jeden letzten Krümel da rauszunehmen. Ich glaube wirklich, wenn du deine regelmäßigen Mahlzeiten kriegst, machst du dir die Mühe nicht mehr. Ja, von der anderen Seite. Ja. Sehen wir jetzt von unten dein Gesicht. Hier sind noch Bröckchen drin. Ah, die Bröckchen. Ah, das ist aber auch schlecht, hä? Du merkst, da ist noch was Fleischiges, aber man kommt schlecht hin. Aber wenn die Katze gut drauf ist, dann macht die das auch bis zum Schluss. Los, Adi. Zeig's mir. Ja. Gib mir den besten Shot. Jo. Ah, die ist nicht mehr viel. Nicht mehr viel. Es wird ja schwierig, ne? Ich glaube, Adi ist fertig. Ja, so sieht es jetzt also aus. Jetzt merkt er auch, verdammt, die veräppeln mich.
Guck mal, Ali, wir haben es ja alles hier runter auf die eine Seite gemacht. Magst du jetzt noch mal rein? Unten. Unten! Ja. Siehst du, da ist nämlich noch was. Das heißt, ihr könnt natürlich auch der Katze zum Schluss helfen. Wenn die Katze anfängt, mit der Hand reinzugreifen, dann legt euch einfach auf den Boden, 2 Stunden lang, guckt zu und fangt dann an, den Schlingnapf immer so auf den Boden, dass das halt unten sich unten verteilt, damit er auch wirklich an den Rest rankommt. Mensch, der Boden sieht schon wieder aus. Adi, du musst mal wieder wischen. Nein! Ja! Meinst du wirklich, jemand guckt sich das Video ganz an, bis zu der Stelle, wo du anfängst, da drin rumzuwühlen? Adi, da ist noch... Da ist noch, das muss noch weg, Adi, guck! Da unten ist noch... Ja, und jetzt noch einmal, noch eins! Adi, noch eins, bitte noch eins! Fühl dich ruhig bedrängt. Das tun wir jetzt einfach hier rein in das Trockenfutter. Also. So, und er hat alles leer gegessen. Wunderbar. Das war auf jeden Fall der Anti-Schlingnapf vom Adi. Der Adi-Schlingnapf. Der Anti-Schlingnapf, dass der Adi nicht so schlingt und dann einfach 300 Jahre braucht, um aufzuessen. Adi, Schatz. Guck mal, ich sehe aus wie ein Affe. Wie, das sehe ich immer. Die Sau. Dankeschön an Julchen, dankeschön an Jena für den Andi Schlingnapf. Den anderen nehme ich nämlich jetzt immer. So sieht ein zufriedenes Kätzchen aus. Ansonsten Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Habt ihr auch schon mal den Andi Schlingnapf probiert oder habt ihr auch einen oder kennt ihr jemanden, der einen hat? Schreibt es mal in die Kommentare.